Willkommen zurück zu einer neuen Folge von SFS Tutorial. Und ihr wisst, heute kommt das Mars 3 Video. Ich habe tausendmal hin und her überlegt, ob ich das jetzt als eigene Serie mache oder ob ich das einfach hier mache. Und ich denke mal, ich mache es jetzt einfach hier, weil der Aufbau ist im Grunde dasselbe. Wir bauen eine Rakete, wir fliegen sie, ich erkläre ein paar Sachen zwischendurch. Dementsprechend packe ich das einfach mit in die Tutorial-Playlist rein, anstatt eine neue zu machen. Und ja, wir bauen die Rakete, wie immer, ohne Expansion, mit dem kleinen Baufeld. Und wir starten auch, wie immer, mit einem Fallschirm, mit einer Kapsel und einem Hitzeschild. Darunter kommt ein Separator, ein Treibstofftank und ein Velein-Triebwerk. Da kommen zwei Landebeine dran und zwei RCS-Düsen. Dann noch ein Separator, noch ein Treibstofftank, Velein-Triebwerk und nochmal Landebeine. Dann holen wir uns hier zwei Fallschirme. Die kommen hier beim Separator ganz nach oben. Dann nehmen wir zwei seitliche Separatoren, zwei Velein-Triebwerke, 20 und 5 Tonnen Treibstofftanks und natürlich zwei Spitzen. Dann noch ein Separator, 10 Tonnen Treibstofftank und 3 20 Tonnen Treibstofftanks. Die kopieren wir auch gleich. Erstmal hier das Falkentriebwerk. So, einmal nach links, einmal nach rechts. Die kopieren wir dann nochmal. Machen damit eben Booster. Da kommt nochmal Treibstoff oben drauf. Zwei Spitzen hier. Zwei Spitzen hier. Und dazwischen die Separatoren. Und ihr seht, es passt ganz schön da rein. In unser Baufeld. Jetzt machen wir die Stufen. Die erste Stufe ist natürlich hier die beiden Separatoren. Dann diesen Separator, die beiden äußeren Triebwerke. Dann diese beiden äußeren Separatoren und das mittlere Triebwerk. Dann die Landebeine und im Grunde auch die Fallschirme. Dann diesen Separator und das Triebwerk. Diese Landebeine zweimal. Und dabei habe ich die hier nochmal vergessen. Also die brauchen wir auch zweimal, so und so. Und dann so und als letztes das und das. So, damit haben wir die Rakete gebaut. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Und dann fliegen wir mal los. Da haben wir die Rakete. Wir zoomen ein bisschen raus, erhöhen den Schub und starten die Triebwerke. Wie immer, wir folgen der Winkelanzeige oben links, bis wir keinen Treibstoff mehr haben oder bis wir eine Apoapsis im All haben. Haben wir unsere Apoapsis ins All gebracht bei 31,9 Kilometern. Wir drehen uns jetzt und nutzen noch den restlichen Treibstoff in den Boostern. Genau so. Okay, das ist einfach
durch die Gegend geflogen, die Kamera. Warum auch immer. Jedenfalls beschlagen wir die Zeit, bis wir im All sind. Fokussieren auf unsere Rakete. Dann machen wir weiter. Wir drehen ein bisschen nach rechts, weil die Apoapsis sich von uns wegbewegt. Und dann haben wir auch gleich keinen Treibstoff mehr. Und dann starten wir die nächste Stufe und drehen wieder noch ein bisschen nach links. Und wieder ein bisschen nach rechts. Und nach links. Also, ich denke mal, ihr wisst, wie man das macht. Da haben wir einen Orbit. Und dann speichern wir erstmal wieder. So, dann zoomen wir raus. Und wir wollen zum Mars. Und das machen wir jetzt auch. Wir beschleunigen die Zeit. Und da haben wir gleich ein Transferfenster. Genau da. Wir fokussieren auf die Erde. Wir müssen nach links fliegen. Heißt, wir drehen uns. 85% sind da noch. Ist gut. Genau so. Dann beschleunigen wir wieder die Zeit ein bisschen. Noch ein bisschen mehr. Dann starten wir wieder die Triebwerke. Dann lassen wir das mal laufen. Es sieht auch nicht so aus, als würden wir hier eine Begegnung mit dem Mond bekommen. Das ist ganz gut. So, bisschen langsamer. Und dann haben wir eine Begegnung. Wir fokussieren auf den Mars und bringen unsere Periapsis schön nah dran. Oh, das war ein bisschen zu weit. Dann nehmen wir unsere RCS-Düsen, beziehungsweise macht das es ja fast für sich selbst, weil es so ein bisschen herumwagt. Und genau da beschleunigen wir die Zeit. Und zwar bis wir hier beim Encounter sind, also beim Eintritt in den Einflussbereich. Und da sind wir. Sehr schön. Wir erhöhen die Periapsis noch ein bisschen. Ich würde so sagen, 24 Kilometer ist ganz gut. Dann beschleunigen wir die Zeit ein bisschen. So. Dann sind wir hier. Das Bein wollte ich nicht ausfahren, sondern eigentlich drehen. Nämlich nach unten links, wir fliegen hier, nämlich nach oben rechts. Also, ja, müssen wir uns so rumdrehen. Dann beschleunigen wir die Zeit noch ein bisschen. Und noch ein bisschen. So, jetzt drehen wir uns noch ein bisschen, genau, und starten die Triebwerke wieder. Und warten wieder ein bisschen. So. Damit haben wir gleich einen Orbit um den Mars. Und das reicht.
Also fast. Noch ein bisschen kann man da was machen. Okay, das war aber jetzt genug. Einmal abspeichern. So, wir haben noch ein bisschen übrig. Nicht mehr viel. Ich glaube, ich lande wieder auf einen dieser Planitia. Nehmen wir einfach Utopia Planitia. Genau so. Und dann warten wir, bis wir keinen Treibstoff haben. Und starten die nächste Stufe. Ich würde auf eine Geschwindigkeit von 400 Meter pro Sekunde runtergehen. Das wird dann deutlich einfacher, wenn wir in die Atmosphäre eintreten. Genau so. Und um sicher zu gehen, nochmal abspeichern. Dann drehen wir uns mal so und beschleunigen die Zeit. So sind wir quasi senkrecht zur Flugbahn. Wir haben eine erhöhte Luftwiderstand und fallen damit quasi abgebremster. Also der erhöhte Luftwiderstand lässt uns schneller abbremsen. Aber nicht lange, denn jetzt müssen wir uns drehen und wirklich aktiv gegensteuern, sonst verglühen wir hier. Dann, ein bisschen zu früh. Aber jetzt können wir die Fallschirme öffnen und die verlangsamen uns dann. Sehr schön. 57%. Die Fallschirme allein reichen halt nicht ganz. Deshalb müssen wir noch ein bisschen was machen. Und wir drehen uns hier gerade. Das mag ich nicht. Drehen wir uns mal ein bisschen weiter. Etwa so. Vielleicht können wir mal RCS-Düsen anmachen. Dann sind wir vielleicht etwas stabiler. Da ist der Marsboden. Und dann schalten wir das Triebwerk an. Und das war eine harte Landung, aber wir haben es geschafft. Und da stehen wir aber jetzt. Da haben wir den Mars. Und dann speichern wir ab. Dann öffnen wir wieder den Schub, drehen ein bisschen nach rechts und fahren die Landebeine wieder ein. Und dann können wir die Zeit ein bisschen beschleunigen. Zwischendurch immer wieder ein bisschen weiter drehen. So. Und dann wollen wir jetzt quasi einen Orbit haben. Und den bekommen wir auch gleich. Der Treibstoff hat so ziemlich perfekt gereicht. Damit kommen wir in den Weltraum. Und damit fliegen wir jetzt noch zu Phobos, Deimos und dann zurück zur Erde. Aber als erstes in einen Mars-Orbit. So, Zeit beschleunigen. Und sobald wir aus der Atmosphäre raus sind, Schub erhöhen, fokussieren. Und, naja, okay, wir können ein bisschen Zeit vorspulen und dann weitermachen, so fokussieren. Ihr seht, die Apoapsis kommt auf uns zu, also wieder ein bisschen nach links drehen. So, und wieder nach rechts drehen. So. So. Und damit haben wir hier einen Orbit um den Mars, meinte ich.
Wir speichern einmal ab und dann fliegen wir zu Phobos. Dazu brauchen wir wieder ein Transferfenster. So, wir sind dicht dran. Drehen wir uns schon mal vorher ein bisschen. So, und dann erhöhen wir den Schub. Da haben wir die Begegnung. Und da machen wir das schön genau auf Phobos drauf. Ja. Einmal abspeichern. Und dann beschleunigen wir die Zeit etwa bis hier. Also nicht ganz nach vorne. Wir drehen uns mal in die richtige Richtung. Quasi, Moment hier, kommen wir von oben rechts. Heißt, wir wollen in die Gegenrichtung zeigen. Also wir fliegen nach unten links. Wir wollen aber nach oben rechts. Wir wollen ja verlangsamen. Also nach oben rechts. Wir können auch schon mal die Landebeine ausfahren. Dann sagen wir, wir wollen bis hierhin. So. Dann müssen wir direkt den Schub erhöhen, um uns zu verlangsamen. So. Und jetzt sollte es kein Problem mehr sein. 5 Meter pro Sekunde. Das wird ganz leicht abzubremsen. Jedenfalls da haben wir Phobos. Gleich müsste es sich drehen. Und da haben wir es. Und jetzt sind wir hier schön über dem Phobos. Wie viel Prozent haben wir noch? 70. Sehr schön. Beschleunigen wir mal die Zeit ein bisschen. So, schauen wir mal. Ja, dauert noch ein bisschen. Dann können wir ein bisschen mit den RCS-Düsen uns verlangsamen. Und dann haben wir es auch gleich. So, Zeitbeschleunigung aus. Und dann haben wir auch gleich die Landung. Und dann warten wir nur noch darauf, dass wir quasi eine Bestätigung bekommen, dass wir auch wirklich gelandet sind. Komm schon. Ich speichere auf jeden Fall schon mal. Ich meine, an sich sind wir ja gelandet. Da haben wir es. Ja, da sind wir gelandet. Und dann heben wir wieder ab. So. Schön zu einem Orbit, der höher ist als die Phobosbahn. Und dann beschleunigen wir die Zeit. Und zwar bis kurz davor. Und währenddessen setzen wir Deimos als Ziel. Dann drehen wir einmal um. Und erhöhen unseren Orbit. Und dann warten wir wieder auf ein Transferfenster. Aber das zum Glück hier direkt. So. Und dann starten wir das Triebwerk erneut. Und da brauchen wir nur noch 0,2 Meter pro Sekunde. Da haben wir die Begegnung. Ja, das wird klappen. Bis hierhin.
Und dann nochmal schnell abspeichern. SS-Düsen erstmal aus. Und dann schlagen wir die Zeit wieder ein bisschen. Wo haben wir Deimos? Da haben wir ihn. Und da sind wir unter der 1-Kilometer-Grenze. Und gleich sollten wir, huch, das war ein bisschen zu doll. Jetzt bewegen wir uns wieder nach oben. Oh, das meinte ich nicht. Eigentlich hatte ich vor, mit den RCS-Düsen mich ein bisschen zu verlangsamen. Einmal nochmal laden, dafür haben wir den Speicherstand gemacht. So. Aber jetzt sind wir schon bei einer ziemlich geringen Geschwindigkeit. Ich würde gern hier auf die relativ flache Fläche kommen, weil wir dort wahrscheinlicher landen werden als hier. Also die Nachricht ploppt dann schnell auf, dass wir gelandet sind. So, da haben wir Deimos schon. Ein bisschen Geschwindigkeit verringern. So, ein bisschen unser Triebwerk benutzen. Da sind wir gerade aufgekommen. Komm schon. Wir sind gelandet. Ja, da haben wir es. Wir sind gelandet. Dann beschleunigen wir wieder. Und dann warten wir wieder. Wir können uns ja schon mal umdrehen. Nach unten. Und die vorletzte Stufe. Und zwar die Landebeine wieder einfahren. Beschleunigen wir die Zeit. Und noch ein bisschen mehr. So, und dann bringen wir uns in einen Orbit. Speichern nochmal ab. Und damit haben wir 55%. Das ist mehr als genug. Wir brauchen vielleicht 10, 20. Dann beschleunigen wir die Zeit, bis wir eine Begegnung bekommen. Und zwar, komm schon, genau jetzt. Fokussieren. Und dann gehen wir bis kurz vorm Transferfenster. Drehen uns ein bisschen. Genau so. Noch ein bisschen Zeit beschleunigen. Ja, das war noch zu früh. Wir müssen noch ein bisschen dichter ran. Etwa so. Und dann warten wir noch kurz, bis wir die Zahl bekommen. Ich würde nämlich gerne wissen, wie viel wir noch brauchen. Aber dann haben wir es auch gleich. Und da haben wir eine Begegnung. Dann nehmen wir mal unsere RCS-Düsen. Und verändern unseren Kurs ein bisschen. Und zwar etwa so. 11,6 Kilometer ist ganz gut. Schleunigen die Zeit einfach mal bis hier. So. Damit sind wir im Einflussbereich der Erde. Wir beschleunigen noch ein bisschen mehr die Zeit.
haben, können wir unsere Periapsis richtig setzen. 10 Kilometer sollten reichen. Und dann beschleunigen wir nochmal die Zeit. So, noch ein bisschen mehr. Und noch ein bisschen. So, dann starten wir die letzte Stufe und drehen uns gerade so rechtzeitig, weil wir jetzt in die Atmosphäre eintreten und ein kleines Feuerwerk haben, wie immer. Und da wird es gerade in 1000 Teile zerstört. Ist natürlich sehr schade, aber hey, wir überleben. Und da haben wir eine Maximaltemperatur von 3960 Grad Celsius. Also schon eine ganze Menge. Und damit sind wir wieder sicher in der Erdatmosphäre. Ein bisschen verrußt, aber an sich geht es uns ganz gut. Dann sind wir nicht mehr weit über dem Boden. 1000 Meter können wir den Fallschirm öffnen. Und bei 500 den Fallschirm, den Hitzeschild abmachen. Und da fällt unser Hitzeschild auf den Boden. Und da kommen wir hinterher. 50 Meter, 30 Meter, 10 Meter und klonk. Da sind wir. Die meisten der Sachen habe ich ja in dem Tutorial vorher schon gemacht. Aber ihr seht, wir sind hier auf dem Mars gelandet. Wir sind auf dem Phobos gelandet und auf dem Deimos. Und dann natürlich wieder zurück. Also da haben wir Mars 3. Ja. Wir sammeln es mal ein. Gehen zurück zum Weltraumzentrum. Also, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.